Liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge, einer meiner Euro-Challenge. Heute ist ein sehr trauriger Tag, da ich zu einer Beerdigung eingeladen wurde. Schaut euch das letzte Video an, wer beerdigt wird und warum. Ich werde jetzt vom Daniel gleich abgeholt. Er hat es mir so angeboten, dann brauche ich nicht mehr im Auto fahren. Ich soll mich ja auch noch schonen. Ja. Naja. Wieso liegt eigentlich hier Holz? Mitten auf der Straße. Also du könnt Gemeinde sich auch mal drum kümmern. Das ist ja wirklich super. Oha. Jetzt kommt der hier mit dem Drescher. Oder wie? So, hallo. Ja, alles klar. Hallo. Ja, alles gut. Du bist ja gar nicht schwarz angezogen. Ja, ich hatte nicht schwarzes mehr, alles in der Wäsche. Okay. Jo, also aber dann. Schwarze Jacke. Ja, gut, das passt ja. Fahren wir mit dem Drescher, oder? Nee, nee. So, spring rein. Jo. Danke fürs Mitnehmen. Bitteschön. Will ich nur aufpassen wegen meinem Hund? Ja, der setzt sich jetzt mitten rein. Gut, der war weg, gell? Ja, ja. Sehe ich auch so. So, also ist frei. Wo müssen wir jetzt genau hin? Zum Lädli, oder? Beim Lädli, ja. Genau. Ja, genau. So. Und Ernte, passt alles. Ja. Einwandfrei. Hätte natürlich mehr werden können, aber. Naja. Ich habe einfach zu wenig Felder und zu kleine. Ja. Ich brauche halt einen Haufen Zeug für die Schweine. Ja. Oh, Lili, wo war der? Ah, ja, genau. Du fährst einfach auf den Parkplatz. Ja, genau. Am besten. Ja, ah. Schwein. Gut. Also, oha. Alter, was sind da für Gefährte? Ist ja alles voll hier. Super gewagt. Ja. Also gut. Super. Schauen dann laufen wir mal vor. Bin mal gespannt, wer alles da ist. Oh Gott, wie viele. Servus. Hallo miteinander. Hallo. Grüß Gott. Moin. Moin. Hallo. Hallo. Also, wen kenne ich ja schon und wen hier noch nicht? Also, sie kenne ich schon. Sie kenne ich schon. Ja. Ach, der hier. Nee, sie kenne ich auch schon. Danke! Das hört sich ja begeistert an. Sie kenne ich noch nicht. Hallo. Hofler, mein Name. Wer sind Sie? Ich bin der Paul Steiger. Okay. Auch zur Familie Steiger. Ja. Oha. Kommt der Koffer. Ich hör's. Ja. Hallo, Max. Ich glaube, ich liegt aber kein Kranker drin. Nee, da liegt er. Nee, ja, Chris. Der Chris. Oh. Wie mal alle gucken. Also, ich glaube, geht mal auf Zeit, bitte. Der Chris wird jetzt noch nicht vorbeigebracht. Ich möchte es gar nicht. Boah, ja. Ganz laut, das könnte auch mal ausmachen. Ach, oh nee, oh. Jetzt fährt er hier auch noch hin. Ich kann nicht hingucken. Ich will gar nicht reingucken, ja. Ich kann nicht hingucken. Hallo. 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 Ja. Herr Glockner. Wollen wir sie mal aufmachen? Ich möchte es gar nicht sehen. Ist schon sehr traurig. Ja. Okay, hier entlang. Vor allem, weil das ja Familien. Ja. Hallo, Herr Glockner. Jetzt zog ich hier wieder in die Stadt zurück. Direkt bekomme ich sowas.
Ja, jetzt haben wir einen runtergelassen, jetzt würde ich noch gar ein paar Worte sagen. Sind alle da? Ja. Ich lege hier noch ein paar Blümchen hin. Ja. Also der Chris Steiger, der war ein netter Mensch. Hat mir auch immer mal wieder geholfen, auch wenn er gerade nicht bei Marvin war. War auch ja bei Marvin Hofler Mitarbeiter. Ich glaube, das hat er auch recht gut gemacht. Muss ich nur zustimmen, ja. War ein sehr netter Bürger. Und es tut mir jetzt einfach leid, dass er jetzt leider in so einer blöden Krankheit gestorben ist. Und oh, hat jemand ein Taschentuch? Ja, ein Beileid. Ja, gerne. Im Auto, ja. Von mir. Ich habe eins. Jetzt, danke. Wo sind sie denn? Hinter ihnen. Ups, sorry. Will jetzt noch jemand, will jemand jetzt von den Angehörigen oder jemand anders noch ein paar Worte sagen vielleicht? Ich wollte auch noch kurz was sagen. Ja. Und zwar, ich habe jetzt auch die Angehörigen gestern und heute kennengelernt. Ihr tut mir auch besonders sehr leid, da ihr bestimmt auch schon sehr viel Tolles mit ihm erlebt habt. Ja. Er hat mir, wie gesagt, auch schon sehr viel Unterstützung gegeben. Ich habe jetzt halt auch jetzt keinen Angestellten mehr. Ich habe damals auch schon lang nach einem Angestellten gesucht. Es hat sich halt nie einer gemeldet. Doch bis dann sich der Chris Steiger gemeldet hat. Er hat jetzt 2 Wochen bei mir gearbeitet. Aber dann kam er nicht mehr, hat sich nie bei mir gemeldet. Dann hat sich aber herausgestellt, damit er im Krankenhaus liegt. Wegen einer Krankheit. Jo. Und jetzt stehen wir hier mit einer Beerdigung. Ich habe immer ewig lang gewartet, bis er sich meldet wieder. Doch er hat sich halt nie bei mir gemeldet. Jo. Und jetzt habe ich halt, wie gesagt, keine Angestellten mehr. Ich muss jetzt dann wieder eine Anzeige aufgeben. Ja. Wirklich sehr schade. Und jo, danke für eure Aufmerksamkeit. Will noch jemand noch ein paar Worte sagen? Keiner. Jemand von der Familie Steiger vielleicht? Nein. Nee. Kann gerade nicht. Okay. Dann will ich sagen, die Trauer. Ich bin froh, dass ich gerade nicht zusammenklappe, ey. Dann will ich sagen, die Trauerminute. Okay. Gehen wir wieder vor, oder? Jo. Herr Hofler? Ja. Ich möchte noch kurz mit Ihnen sprechen. Ja, gerne. Sollen wir kurz weiter weg? Ja. Alexander, machst du gleich wieder zu? Ja, natürlich. Und zwar? Sie haben ja gesagt, dass Sie ja einen Mitarbeiter suchen. Ja, genau. Ich suche hier im Moment einen Job und ich wollte auch immer mal was mit Landwirt zu tun haben. Ja, okay. Deshalb würde ich mich gerne bei Ihnen bewerben. Jo, gerne. Super. Dann würde ich sagen, kommen Sie einfach morgen bei mir nochmal vorbei. Ja. Und können Sie sich mal meinen Hof angucken. Ja. Die Arbeit so von mir und die Tiere und der Hof so ein bisschen. Ja. Dann gebe ich Ihnen noch Unterlagen von mir. Bewerbungsunterlagen. Die und noch Sie dann ausfüllen müssen. Adresse. Genau. Jo, dann kriegen Sie von mir noch die Handynummer und dann können Sie sich einfach bei mir melden. Ja. Können wir heute Abend nochmal so ein bisschen chatten, wenn Sie dann morgen kommen sollen und so weiter. Ja. Dann hier, bitteschön. Das Problem ist, ich habe morgen wahrscheinlich kein Auto. Weil mein Familienangehöriger, der das Auto noch braucht. Deshalb
kann ich das Auto nicht benutzen im Moment. Okay. Ja. Jo, das ist jetzt ein großes Problem, da wir hier noch keine Linienbusse haben, leider Gottes, da wollte ich mit dem Bürgermeister auch mal reden, ob der sich da mal irgendwie drum kümmern könnte. Abholen könnte ich machen, sie abholen. Ja, das wäre wirklich sehr nett. Okay, dann hole ich sie einfach ab. Ja. Okay. So, dann, vielen Dank. Damit sie sich bei mir bewerben wollen und genau. Ja, okay. Tag noch, Abend. Wünsche ich Ihnen auch. Ja. Jo. Jo, also liebe Leute. Ich danke euch vielmals für die tolle Beerdigung. Eigentlich sind Beerdigungen nicht toll und es war eigentlich auch keine tolle Beerdigung. Ist klar. Aber trotzdem. Tolle Gestaltung. Ja. Fand ich, euch hier kennenzulernen, war cool. Ich habe viele schon gekannt, aber wie zum Beispiel der Paul Steiger, Kevin Steiger, Nico Schmidt. Nico Schmidt hat sich jetzt bei mir beworben. Oder will sich jetzt bei mir bewerben als Angestellter, weil ich jetzt es jetzt vorher von dem Thema gehabt habe. Genau. Was ich echt cool finde, und jetzt sitzt da Daniel da hinten. Jo. Okay. Also dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, Herr Glockner, für den tollen Transport. Kein Problem. Wenn ich nochmal also etwas sagen darf. Alle, die jetzt hier mit beteiligt waren. Wenn es Ihnen immer noch schlecht geht, können Sie gerne mitfahren. ins Krankenhaus. Ich muss ja irgendwo die Schüssel auch wieder abgeben. Ja. Und wenn sonst noch irgendwas sein sollte, Sie wissen ja, Polizei, Ihr Freund und Helfer, rufen Sie einfach an, ich werde Ihnen helfen. Mehr oder weniger. Ja. Herr Bauer, das habe ich jetzt mal überhört. Also, dann schönen Abend noch, gell? Bis dann. Ja. Schönen Abend. Ciao. 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 Ciao, die Herren. Ciao. Ciao. So. Also, liebe Leute, das war jetzt hier die Beerdigung vom, vom Chris Steiger. Sehr schade, damit er jetzt verstorben ist, aber gut, was will ich machen? Wow! Herr, Max! Das nächste Mal ein bisschen besser aufpassen, ganz knapp! Ja, passt so! Ja, ja. Sonst bin ich auch gleich im Grab. Alle drin? Ja, da passt mir schon. Tschüss! Tschüss. So, also Daniel. Fahren wir wieder nach Hause. Genau. Rechts ist frei. Gut. Bei Ihnen ist jetzt die Ernte jetzt abgeschlossen, oder? Noch nicht komplett. Also Mais kommt halt noch. Ja, aber das braucht ja noch. Ja. Jetzt wollte ich fragen, ob sie mir vielleicht helfen könnten. Weil ich habe halt noch unzählige Felder. Natürlich. Mit Lohn. ja, sicher. Die ich noch ernten muss. Ja. Genau. Hättest du heute Abend noch Zeit, oder? Ich hätte heute noch Zeit, ja. Okay, dann hast du einen Drescher, oder? Ja, der Dominator halt, den du gestern gefahren bist. Ah ja, stimmt. Oh, nee, das war heute, ja, stimmt. Ja, heute. Ja. Ja gut, dann komme ich gleich nochmal rüber zu dir. Okay, dann bis gleich. Bis gleich, ja. Ja, also, liebe Leute, dann werde ich jetzt noch ein bisschen beim Daniel aushelfen. Genau. Ja, Beerdigungen sind immer sehr schwierig. Aber gut. Jeder muss mal gehen. Und deshalb kommt auch immer wieder mal jemand Neues auf die Welt. So, also liebe Leute. Jetzt müsste dann auch jeden Moment wieder der Daniel kommen. Ich kann nicht mehr reden. Wie geht's eigentlich meinen Kühen? Und die haben ja noch recht viel.
Habe ich euch schon gesagt, wie ich mir eine Wasserpumpe installiert habe? Nee, gell? Ich habe mir eine Wasserpumpe installiert. Ich brauche hier keinen Wasserfass mehr irgendwie ausleihen oder so. Ist doch voll gut. Ich find's gut. Also, liebe Leute, ich würde sagen, das war's auch schon von dieser Folge. In der nächsten Folge werde ich dann dem Daniel aushelfen. Genau. Also, bis dann, macht's gut. Tschüss, Kowski. Ciao.